Servus Leute und willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Suizid Cusco. Schmarrn, Inka, Entschuldigung. Jetzt habe ich es gleich mal wieder verkackt mit der anderen Rede. Jetzt wollte ich mal kreativ sein und klappte wieder nicht. Wir schauen mal, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr, sehr gespannt. Die Portugiesen will ich nicht als Kriegsverbündete, weil die wahrscheinlich noch andere ungemütliche Verbündete haben werden, schätze ich mal. Wie komme ich jetzt auf Portugal da? Aragon. Sollen die... Ja gut, ich brauche von denen eh nichts. Die sind so weit weg. Aber hier oben... Ich will ja eigentlich eh nichts haben. Eigentlich. Theoretisch. Keine Ahnung. Puh, komm. No risk, no fun. Wenn wir jetzt untergehen, dann laden wir einfach neu. Ich habe einen Suizid-Safe-Spielstand gemacht. Ihr lauft hier oben lang. Ihr lauft hier rein. Ihr seid ein Protektorat von Kastilien. Das heißt, ihr seid auch im Krieg mit. Wahrscheinlich, oder? Seid ihr im Krieg? Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal nicht, dass die... Ach, guck mal, Portugal ist schon da. Mit 6, mit 5000 Mann. Na, ganz toll. Hat super funktioniert. Soll ich meine Armee aufspalten? Ist keine gute Idee, ne? Das Problem ist, die 5000 Mann hier unten können mir ganz schön auf den Geist gehen. Söldner, to the rescue. Hallo 6000 Portugiesen. Ich sollte mal wesentlich langsamer machen. Mit 6-facher Geschwindigkeit oder 5-facher hier zu spielen ist echt ungünstig. Söldner, to the rescue. Ich bin fett im Minus. Ich sollte Kriegssteuern aufnehmen. What the fuck? Ja gut, das ist die Zermürbung gerade wahrscheinlich. Moment. So viel Kavallerie wollte ich eigentlich nicht. So. Jetzt dürfen wir ungefähr 8000 Mann hier rekrutieren. Das ist natürlich blöderweise jetzt keine... Wobei ist es... Das ist Portugiesisch-Brasilien. Das heißt, wir haben einen Vorteil gegen die. Weil die... Und, na, die sind uns auch überlegen, aber nicht so ganz so krass. Die sind nicht mit dem Krieg. Okay, das ist super. Spaltet ihr mal eine Belagerung ab? Ich mache jetzt hier so viel Teppichbelagerung wie geht. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob die Truppen hier in der Gegend haben, die Kastilianer. Beziehungsweise Neugranada muss ja auch irgendwo Truppen haben. Ach, das ist eine Kolonie, deswegen ist die sofort besetzt. Wunderbar. Ihr tötet mal die Neugranadas. Nee, Mann, das ist... Caraibas ist das, okay? Na gut, wenn sie meinen... Wenn Caraibas hier rumlaufen muss, sollen sie das gerne tun. Habe ich kein Problem mit. So, meine Truppen werden hier langsam rekrutiert. Das dauert jetzt ein bisschen. Wahrscheinlich werden die mich vorher angreifen hier. Es wäre natürlich doof, ne? Ich hätte sie hinten rekrutieren sollen. Warum habe ich die hier vorne rekrutiert? Die Vollpfosten. Naja. Kann ich jetzt auch nichts machen gegen. Ah, perfekt. Das bringt mir jetzt nichts gerade. Fallen wir... Warum greift ihr die nicht an? Sind die exiliert? Oder warum greifen die nicht an? Ich habe keine Ahnung. Magdalena können wir mal belagern. Gut, gut, gut. Dann sind wir mal hier im Teppich belagern. Also zumindest von der Hälfte. Das darüber kommen wir zwar auch, aber da müsste ich halt durch das ganze Land hier durch. Es muss jetzt nicht unbedingt sein, wenn es nicht nötig ist. Wahrscheinlich werden sie uns irgendwann erwischen und komplett vernichten, weil ich meine ganzen Armeen jetzt zerstückel. Das kann durchaus passieren im Übrigen. Bin mal sehr gespannt, wo das hinführt. Wahrscheinlich ein Tod und Untergang. Wie immer. Na gut, das war klar. Und jetzt greifen sie mich hier an natürlich, oder? Nee, die laufen hier rüber. Okay. Ich werde mal die Jungs hier abziehen. Dann kriegen sie zwar die Kolonie recht geschenkt, aber ich kann die noch hier nutzen. Zieht euch mal hier zurück. Und meine anderen sammeln sich dann hier. Die lasse ich dann nachziehen. Vielleicht können wir es ja auch versuchen, in der Verteidigungsschlacht zu verwickeln. Aber mal schauen. Minus 1% Kriegsstand. Okay. Weil wir eine Belagerung verloren haben, höchstwahrscheinlich. Oh, guck mal. Karthago. Ist auch gut. Ihr seid aber... Na gut, da gucken 34 Schiffe rum. Das ist nicht so günstig. Ja, auf jeden Fall ein paar Belagerungen, die wir gewinnen. Und dann dürfte das einiges an Kriegsstand geben. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich von den... Täusch ist fertig. Kauka habe ich gewonnen. Wunderbar. Das bringt mir nur aus unerfindlichen Gründen... Die sind wirklich exiliert. Deswegen. Aber gut, dann können sie ja eh nichts machen.
Die werden wahrscheinlich gerade versuchen, hier unten durchzulaufen und sich mit denen zu vereinen irgendwie, weil hier werden sie, glaube ich, entexiliert, oder? Oder wo? Ich habe keine Ahnung, wo die hinlaufen. Darf ich bei euch mal kurz durch, Jungs? Nein. Schade. Ach, weil wir im Krieg gegen Kastilien sind. Okay, das ist aber neu, der Faktor, oder? Na gut, die können hier oben rum, das ist gut. Na, dann lauf hier und dann belagert das von Kastilien die Kolonie direkt. Ist vielleicht besser. Ich bin sehr gespannt, wo das hinführt hier. Genauso wie ihr mal kurz hier einen Abstecher hochmacht und die Kolonie euch schnappt. Die beiden sogar. Hätte ich jetzt nicht so viele Truppen reinschicken brauchen, ich weiß. Ach, guck mal an. Meins. Also ich will die Kolonien nicht haben, die bringen mir nichts, aber hier oben könnten wir vielleicht ein bisschen was nehmen, wenn es überhaupt geht. Wenn wir überhaupt gewinnen, das ist ja noch nicht gesagt. Das ist bei weitem noch nicht sicher. Ich muss ja erstmal schauen hier, dass wir irgendwas schaffen hier. Ah, ich sehe gerade auch keine Truppen der Hauptmächte hier, ne? So, die haben hier 8000 Mann, gegen die ich höchstwahrscheinlich verlieren werde. Ich fange die also quasi mal ab. Ich denke nicht, dass die hier Zugang haben, oder? Nein. Ich habe eine Schlacht verloren. Wo? Moment, ich habe irgendwo eine Schlacht verloren. Oh! Fuck! 7000 Kastilianer laufen nach Magdalena. Nee, das ist Neue Granada. Okay. Kommt rein. Und rein da. Die schaffen es nicht mehr rechtzeitig. Shit. Fuck. Aber die kriegen wir trotzdem noch. Und wir werden verlieren. Ja, wir verlieren gegen 7000 Neugranada-Fuzzis. Yay. Genau das meinte ich. Verstärkung. Schnell. Wir haben eigentlich, glaube ich, keine Chance, in dem Krieg gegen andere Armeen zu bestehen. Das ist echt ungünstig. Söldner kosten plus 30, vor allem haben die auch keinen General dabei, das ist noch ungünstiger. Das lokale Unruhen plus 3 war jetzt eine schlechte Idee, ne? Aber ihr seht, wie unterlegen wir halt sind, ne? Ich sollte militärisch echt mal weiterforschen. Du hast es noch geschafft. Ah, scheiße, die haben es tatsächlich noch geschafft, aber ich habe es verpeilt. Ah, fuck. Ja gut, es ist echt ungünstig, dass wir da so massiv unterlegen sind, ne? Spaltet ihr mal eine Belagerung ab. Ich schätze nicht, dass von hier drüben wer kommen wird. Und versucht, die zu vernichten, die 2000 Neugranada-Fuzzis. Ja, wir haben halt jede Schlacht bisher verloren, ne? Da bringt mir das auch nichts, dass ich Sachen belagere, weil das halt nichts kostet. Ich meine, wir sind ja hauptsächlich im Krieg gegen Kastilien und gegen die werden wir wahrscheinlich keinen Kriegsstand sammeln können. Höchstens gegen Neugranada und die können keinen Frieden schließen. Also ich denke nicht, dass wir da groß was gewinnen können in dem Krieg, oder? War wahrscheinlich eine recht schlechte Idee, den Krieg anzufangen, ne? Und das werden wir nie im Leben gewinnen. Das können wir vergessen. Wenn ich sie angreife, bringt mir das alles nichts. Oh Gott, das war eine kacke Idee. Hilf mal mit. Alter, wie viele Truppen wir brauchen, um neue Granada-Truppen zu schlagen, ne? Hilfe! Das ist echt krank. Aber gut, das war zu erwarten, ne? Dass das passiert. Ich meine, wir haben jetzt eine Schlacht gewonnen und ihr seht ja, was das gleich an Kriegsstand bringt. Wir müssen halt bei Überlegenheit demonstrieren, wenn dann über Schlachten gewinnen. Und das ist halt echt schwierig bei einer europäischen Nation. Was man gerade auch merkt. Lauft ihr gerade weg vor mir? Höchstwahrscheinlich, ich bin ja doch zahlenmäßig ein bisschen überlegen. Was mir überhaupt nichts bringt, haben wir ja gesehen. Was ist das für eine Provinz? Berge, natürlich! Heißt, wir werden verlieren. Normalerweise ist es völlig unrealistisch. 3000 Mann haben keine Chance gegen 27000, selbst wenn die mit Beilen und die mit einem Maschinengewehr bewaffnet sind. Die werden einfach überrannt irgendwann. Also ganz ehrlich, ein bisschen unlogisch ist das schon.
Muss man vielleicht auch mal zugeben. Ach, da sind ja meine anderen Truppen noch, die habe ich ganz vergessen. Ups. Das hätte ich vielleicht nicht vergessen sollen. Du hast hier fertig belagert. Du marschierst nach Misiones. Rein da. Und Schlacht verlieren, bitte. Die verlieren das echt, bevor die da sind, ne? Scheiße. Wipe. Okay, das wird nichts. Den Krieg können wir vergessen. Jetzt laufen die hier unten lang, können aber nichts machen, weil sie im Exil sind. Also, den Krieg können wir vergessen. Das war eine Schnapsidee. Wir können halt auch nicht viel Kriegsstand sammeln, ne? Wie wollen wir das auch, ne? Ihr lauft mal hier hoch und holt euch die Kolonien alle. Und dann die Neugranada-Truppen, die sich gerade neu versammeln. Oh, das sind Neugranada-Kolonien? Ja, tatsächlich. Die kolonialisieren gerade hier rüber, die Kastilianer. Ich muss erst die Truppen vernichten, sonst wird es nichts. Oh Gott, das war so eine Schnapsidee. Wo lauft ihr hin? Nach Caracas. Kann ich euch da abfangen? Kann ich. Ich bin nämlich schneller als die. Aber jetzt ziehen sie nicht mehr rein. Okay, das wird eine Angriffsverteidigungsschlacht, eine Angriffsschlacht für uns. Das ist ungünstig. Ich bleib mal hier stehen. Ich versuche mal, die Zange zu nehmen. Hier kommt das Verstärkung einfach mal nach. Genauso wie die Jungs hier. Ne, Moment, ihr sollt schon hier hoch. Die versuchen mich zu umgehen, die Bastarde. Ich verfolge sie jetzt einfach mal. Und versuch sie hier von beiden Seiten in die Zange zu nehmen. Was ist das für eine Provinz? Berg wahrscheinlich, ne? Zumindest von der... Nee, Dschungel. Auch nicht viel besser. Aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Oh Gott! Da bleiben! Ja, nicht angreifen! Hört bloß auf! Scheiße. Okay, wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Das könnt ihr gar nicht... Ihr seht's. Wir sind sowas von tot. Scheiße. Okay, wir sind tot. Mal schauen, was sie mit uns machen. Da siehst du mal, wie unglaublich imbar die Europäer sind. Die sind echt schon verdammt überpowered, ne? Na gut, wir sind militärisch halt auch sowas von unterlegen, aber trotzdem... Die zahlenmäßige Überlegenheit müsste auch was ausmachen eigentlich. Muss man ganz ehrlich sagen, die müsste mächtiger sein. Ich meine, man kann natürlich solche Schlachten auch... keine Ahnung, vielleicht weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Okay, die Portugiesen sind auf jeden Fall jetzt da. Heißt, wir haben komplett verloren. Ja, das können wir vergessen, den Krieg. Hinten und vorne. Überlegenheit demonstrieren ist fehlgeschlagen. Die Überlegenheit der Europäer wurde demonstriert, unsere nicht. Ich meine, ihr seht ja, wir können nichts machen. Hier hinten haben sie die Schlacht, glaube ich, auch gewonnen, ne? Da sind auch keine Truppen mehr. Nö, können wir vergessen. Haben wir verloren. So. Und... Bitte.